Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Deponia. Ja, ihr freut euch, denn endlich gibt es wieder eine Folge Deponia, denn das ist ein sehr geiles, lustiges Spiel. Ich klicke sofort auf Weiterspielen und dann schauen wir mal, wo wir aufgehört haben. Wir wollten ja endlich diesen blöden, behinderten, dreckigen, versauten, verschmutzten, bakteriell verseuchten Planeten Deponia verlassen, denn, boah ey, da stinkt's eigentlich nun wirklich. Und da sind wir auch schon wieder. Der gute Rufus ist am Start. Und was ist das für ein Geräusch? Oh, was haben wir hier? Ein Sitz? Ein Schraubenschlüssel? Ein Handschweißgerät! Sehr schön. Okay, wir gucken mal kurz nochmal nach draußen. Ich weiß, wir sind in der letzten Folge extra reingegangen, um irgendwas zu tun. Und was ist denn dieses Bing? Ist irgendwie die Musik? So, da oben sind wir. Und das ist Wenzel. Der hat uns ja beim Tutorial schon so unterstützt. Und der ist so ein bisschen negativ eingestellt, denn wir sind richtig positiv und denken, wir können es schaffen zu fliehen mit unserer Harpune. Also wir werden uns hier reinsetzen. Die Harpune wird dann dorthin geschossen irgendwie. Und dann wird es an der ganzen Kette dorthin gezogen. Also hier ist so eine Bahn von den, wie heißen sie denn? Na, wie heißen die? Diese Ordnungsfreaks. Also die, die halt so schön sind, ne? Keine Ahnung. Da, wo wir hinwollen. Und ich habe mal so überlegt, wir gehen jetzt wieder rein. Ich habe mir mal so überlegt, als ich die letzten Folgen geschaut habe, habe ich so nachgedacht, weil der meinte ja, wir brauchen irgendwie eine Sitzmöglichkeit. Und wie wäre es denn, wenn wir unseren Sessel reinbekommen irgendwie? Vielleicht geht das ja. Mehr ist wohl nicht zu holen. Reicht ja auch. Okay, das geht nicht. Die gute alte Couch. Schade, dass im Fluchtapparat kein Platz mehr dafür ist. Hier kamen mir immer die besten Einfälle. Na gut, okay, gut. Dann ist mein Plan eher nicht so aufgegangen. Ich schaue noch mal kurz, ich glaube Leertaste, genau, was wir alles so, womit wir alles kommunizieren können. Das Mausloch, okay, interessant. Vor Tonis Hütte, da können wir glaube ich jetzt auch hingehen. Ich trinke jetzt noch mal ein bisschen, einen kleinen Schluck, ne? Ah, lecker, schmecker. Okay, sehr hübsch. Hier hinten ist noch so ein Bagger irgendwie. Chilischote. Autsch, heiß! Was? Die sind doch nur heiß, wenn man sie isst, oder? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Toni hatte schon immer einen seltsamen Geschmack, was Blumen anbetrifft. Toni. Eine Klingel. Okay, passiert nichts. Dann gehen wir mal hier hoch zu Hanek. Hallo, Hanek. Hi, na? Rufus. Ach, ich bin so schlecht mit Namen. Ist der Tunnel etwa wieder gesperrt? Ja, es gab einen Einsturz in Sektor 7. Schon wieder eine Schrottlawine? Dieser ganze Müll geht mir so auf den Senkel. Gut, dass ich bald hier weg bin. Ach, bist du das? Oh ja. Naja, zumindest nicht durch diesen Tunnel. Oh, also Deponia ist wirklich schon krass, man sieht es hier im Hintergrund. Der Müll ist so groß, dass sie hier schon Tunnel durch die ganzen Berge bauen müssen. Oh Mann. Okay, ich frage mal, wo Toni ist. Hast du Toni irgendwo gesehen? Toni? Groß, grantig, speit Feuer. Eine Ex-Freundin. Ach, Toni. Die ist doch bestimmt in ihrem Laden und muss arbeiten, wie jeder andere Mensch. Anwesende ausgeschlossen. Hey, was soll das? Ich arbeite, ja? Ich bereite hier miese Pläne vor, um nach Elysium zu kommen. Ich schreibe dir eine Karte aus Elysium. Mach das. Was? Der klingt ja nicht so begeistert, als ob ich das wirklich könnte. Hallo nochmal. Hi, Rufus. Genau. Ich werde endlich hier wegkommen. Schon wieder einer deiner brillanten Pläne? Ja. Diesmal kann nichts schief gehen. Aber sicher. Und ich nehme mal an, dass du hier rumläufst, hat auch nicht mit irgendwelchen Problemen zu tun? Hat es auch nicht. Ist doch gut. Keine Probleme. Naja, der Plan an sich ist perfekt, aber... Jetzt kommt es. Ja, ich muss nur noch die... Ich muss nur noch die Kapselstart fertig machen, die Harpune ausrichten, die Lunte zünden und los geht's. Aha. Und dann? Dann lenken die Raketen einen starken Elektromagneten direkt auf den vorbeifahrenden Organon-Kreuzer zu. Die Fluchtkapsel ist über eine lange Kette mit dem Magneten verbunden. Sobald der Magnet erst einmal am Kreuzer haftet, kann ich die Kette über eine pedalbetriebene Winde einziehen. Ich verstehe. Und dann? Dann bringt mich der Kreuzer auf direktem Wege nach Elysium. Na, ich kann mir nicht vorstellen, wie das schiefgehen könnte.
Ich auch nicht, ey. Das ist ja ein richtig geiler Plan, Mann. Also der Rufus, der hat auf seiner Couch so richtig gute Einfälle immer. Und ja, dann fragen wir ihn mal die. Ich habe den Sitz ausgebaut. Aber wohin jetzt mit der Batterie? Und wo soll ich sitzen? Tja, du bräuchtest so eine Art Sitz mit Batteriefach. Ein Sitz mit Batteriefach? Sowas gibt es doch gar nicht. Und ob? Ich hatte mal einen. Und er war auch ganz bequem. Bis ich den Schalter gefunden habe. Oh, was für ein Schalter? Ich habe den Sitz ausgebaut. Aber wohin jetzt mit der Batterie? Und wo soll ich sitzen? Okay, das hat man schon. Ein Sitz, was gerade gibt und, eben. Und er war auch... Das kriegen wir schon hin, ich ne? Ich krieg das schon hin. Sicher. Immer positiv. Können wir hier weg? Ich will nicht mehr... Ich schreibe dir eine Karte aus Elysium. Mach das. Okay. Dann geht's hier irgendwo weiter. Ich schau mal Leertasten-Style. Der Briefkasten. Kein Problem. Mist, der ist ja festgeschraubt. Bringt das hier vielleicht was? Sehr geil. Ich denke mal, das ist so ein gutes Batteriefach, wenn mich nicht alles täuscht. Brauchen wir nur noch irgendwie einen Sitz? Die Klingel, bla bla bla. Okay, wir gucken nochmal, ob wir mit der Klingel doch noch irgendwas anstellen können. Nein. Okay, wir gehen wieder rein. Und gehen wir hoch. Und da werden wir mal schauen, was wir denn hier Schönes als Sitz verwenden können. Das interessiert mich nun wirklich. Also, wir müssen noch irgendeine Idee haben. So, gehen wir hier hin. Und nehmen wir mal den Briefkasten und tun ihn hier hin. Wenn es denn geht. Ich hoffe, es geht. Also für mich ist das eine gute Methode. Ha, passt. Perfekt, perfekt. Die Batterie kommt jetzt da rein. Ja. Ha, passt. So, der Fluchtapparat ist flott. Jetzt muss ich nur noch die Harpune kalibrieren. Sehr geil. Okay, gehen wir mal kurz zur Harpune. Ich muss nur noch die Kapselstart fertig machen, die Harpune ausrichten, die Lunte zünden und los geht's. Ich muss nur noch die Kapselstart ja. fertig, die Fluchtkapsel, sobald der Mag dann... Bla, bla. Diesmal kann gar nicht... Ja, genau. Du laberst mir zu viel. Oh, was geht hier ab? So, blöd, dass zwei Richtungen beim Steuerhebel blockiert sind. Aber wer braucht die schon? Jo. Hauptsache, das Fadenkreuz zeigt gleich auf die Bahnstrecke und ich bin weg. Ha, das wird ein Kinderspiel. Oh, das ist ja voll das Rätsel. Geht nicht. Geht auch nicht. Okay. Geht nicht. Ich komme hier nicht mehr raus, oder? Ich kann in keine Richtung mehr. Reset-Knopf. Ah, cool. Wir können es resetten. Ey, das wäre aber auch was geworden. So, und dann... Den hier? Nee, irgendwie nicht. Den. Dann den. Auch nicht, Mist. So. 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 Okay, okay, wir kommen der Sache immer näher. Irgendwie doch nicht. Schade. Wir müssen nur noch einen nach oben. Oh Mann, ich hasse so eine Rätsel, ne? Ich hasse solche Rätsel. Okay, da lang. Nein, da lang. Mann, ich wette, das ist so richtig einfach, aber ich krieg's nicht hin. Okay, okay, okay. Wir sind dicht dran. Ich spüre es. Ich drehe mich im Kreis irgendwie. Okay, wir resetten nochmal. So, wir gehen jetzt mal schlau taktisch voran. Wir können hier lang gehen. Oder wir können da lang gehen. Wenn wir hier lang gehen, können wir dort lang gehen.
Oder wir können wieder zurückgehen. Wenn wir hier sind, können wir nach dort. Oder nach dort oder zurück. Oder hierhin. Oder dahin. So, wenn wir hier sind, können wir dahin. Aber es bringt uns auch noch nichts. Wir müssen ja im Endeffekt, brauchen wir einen Weg, der uns von hier führt, ne? Weil wir dann diesen Weg hier nutzen. Von hier nach da. So, wie kommen wir hier hin? Von hier gibt es ja nur die Möglichkeit, von dort zu kommen. Oder von hier. Von da. Oder von hier. Von hier oder da. Okay, wie kommen wir hier hin und wie kommen wir da hin? Nach hier kommen wir doch mit dem, oder? Moment, was hatte ich eben gesagt? Ach so, nee, da kommen wir nicht hin. Da kommen wir nicht hin. Also warte, wir müssen hier hin. Und hier hin können wir nur, wenn wir da sind. Okay, wie kommen wir da hin? Wir kommen dorthin, von hier nach dort. Oder von hier nach da. Oh ey, das... Ich probiere nochmal ein bisschen rum. Und nochmal kurz resetten. So, nochmal ganz klar nachdenken. So, wir müssen von hier, kommen wir von hier. Dann müssen wir dort sein, denn von hier können wir nur nach da. Richtig? Sehe ich das richtig? Schreib's in den Kommentar. So, wenn ich dann hier bin, kann ich nur von dort kommen. Oder von dort. Oder von hier. Oder von da. Mann, ey. Von hier weiten sich die Wege, Alter. Von hier weiten sich die Wege. Wir spielen nochmal ein bisschen rum, ne? Dieses Nachgedenke, das bringt's auch nicht. Okay. So. Krass, hier waren wir doch. Zack. Und da. Boah, bin ich gut. Ich hab's. Nur noch die Lunte zünden und bam. Sehr geil, Mann. Das hat so lange gedauert. Das sollte es gewesen sein. Halte dich bereit, Wenzel. Hallo, Rufus. Toni, musst du hier so rumschleichen? Das ist immer noch mein Haus. Du erinnerst dich? Es ist nicht mehr ganz so offensichtlich, seit jemand den Briefkasten gestohlen hat. Aber das bringt mich auf etwas. Ich soll dir diesen Brief geben. Ein Brief? Rufus, es wird langsam Zeit. Ja, und wie? Sorry, Toni, aber der Zug ist abgefahren. Sobald die Lunte brennt, bin ich für immer aus deinem Leben verschwunden. Schön wär's. Oh, jetzt geht's los hier mit dem Gespräch. Also die Toni ist doch eigentlich eine ganz nette, ne? Was hat der Rufus denn? Jetzt bereust du sicher einiges von dem, was du gesagt hast. Stimmt. Angefangen bei, du kannst ja trotzdem bei mir wohnen. Dies ist der Finale. Dies ist der finale Abschied. Zum Jubeln ist es noch zu früh. Nichts von dem, was du sagst, kann mich jetzt noch aufhalten. Kein Glück. Dann kann ich zumindest nichts Falsches sagen. Warum bist du hier? Hast du etwa immer noch Hoffnung, dass ein Wunder geschieht? Ein Wunder wäre es, wenn du tatsächlich endlich verschwendest. Aber wenn es wieder einmal nicht klappt, sehe ich wenigstens, wie du dich verletzt. Alter, die ist ja mies, Mann. Ja, also ich glaube, die glaubt nicht so sehr an unseren Erfolg, denn wir haben anscheinend schon tausendmal probiert, hier wegzukommen. Aber ich denke mal... Es ist zu spät. Du kannst mich noch so sehr bitten. Ich werde dich nicht mitnehmen. Kann ich das schriftlich haben? Ich gehe fort. Ich gehe fort. Für immer. Ich habe aufgehört, darauf zu hoffen. So. Wollen wir nochmal mit der Toni reden? Arrivederci. Arrivederci. Seht zu. Okay, Leute. Okay.
Dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge werden wir endlich unsere Flucht bestreiten und von diesem Drecksplaneten Deponia verschwinden. Für immer! Ja, und wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Über eine richtig geile Bewertung würde ich mich freuen. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt und zu meinen Abonnenten gehören wollt, dann abonniert mich bitte. Bis dahin, euer Philipp. Bye! Bye, Patron!